Im Jahre 1949 entsteht ein großer Rummel um einen Mann namens Bruno Gröning, der in den Medien als Wunderheiler bekannt wird. Tausende Menschen suchen ihn in verschiedenen Städten Deutschlands auf. Immer wieder hört man von neuen, unglaublichen Heilungen. Selbst von Ärzten als unheilbar diagnostizierte schwören auf seine wundersamen Kräfte. Die einen bezeichnen ihn als Messias, andere als Scharlatan. Ich war heute in Rosenheim am Traberhof. Du glaubst gar nicht, was da los ist. Da waren tausende Menschen und der Gröning, der sprach. Ach Gott, der Gröning. Fängst du schon wieder damit? Da waren so viele Kranke in Rollstühlen, auf Tragbaren. Und plötzlich sind da welche aufgestanden. Nun hör aber auf. Ich hatte eine gelähmte Hand. Ich konnte den Löffel nicht mehr zum Mund führen. Und diese gelähmte Hand wurde zwar behandelt, wir haben alles gemacht, was möglich war, aber sie war immer noch gelähmt. Ich wurde im Jahr 1943 an Bord eines U-Bootes verwundet. Mein linkes Ellbogengelenk wurde zersplittert. Und ich wurde dann in Marinelazarett nach Stralsund gebracht, wo eine Operation stattfand. Nach der Operation stellte man fest, dass der Arm sich nicht bewegen ließ, dass er angewinkelt stehen blieb. Bis 1949 war es so. Man kannte mich nicht anders. Mehrfach wurde ich nur noch genannt, der Mann mit dem einen Arm, weil es so aussah, als wenn ich links eine Prothese trug. Es war sehr schmerzhaft und diese chronische Ischias, die zieht sich ja dann an der Hinterseite des Beines herunter, die bewirkte allmählich eine Lähmung. Alles, was man da unternehmen konnte, ist auch gemacht worden an Spritzen und Behandlungen. Zum Schluss sagte der Nervenarzt, ja, ich kann Ihnen auch nicht weiter mehr helfen, ich überweise Sie mal nach Bethel zu Professor Jaspersen. Das ist mein Chefarzt gewesen und das ist der Mann hier in Ostwestfalen. Da fahren Sie mal hin. Das haben wir gemacht. Der hat mich gründlich untersucht. Und dann sagt er, ja, ich kann Ihnen auch nicht helfen. Da müssen Sie wieder nach Hause fahren. Und dann, mein Mann war mitgefahren, da sagt er zu meinem Mann, und da müssen Sie dann mal einen Rollstuhl kaufen, dass Ihre Frau auch noch ein bisschen herauskommt. Sie ist ja noch jung. Die Sache verschlimmerte sich so sehr, dass ich Tag und Nacht Schmerzen hatte. Liegen konnte ich nur noch auf einer Stelle, gehen nur noch sehr wenig und sehr krumm und so gut wie nichts mehr arbeiten. Naja, es kamen also immer mehr Menschen, bis es dann mal Tausende waren, nicht wahr? Bis schätzungsweise 5000, nicht wahr? Also man lässt sich schwer abschätzen. Nicht? Und dann passierten dort denn eben auch, also vielleicht noch in größerem Ausmaß die Heilungen. Einer von den Menschen, die auf den Bahren lag, erhob sich und sagte, es geht mir gut, es geht mir gut. Was ich gesehen habe, das waren die Rollstuhlfahrer. Und da ist also eine ziemlich große Anzahl, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, tatsächlich der Aufforderung Görings gefolgt und sind aus den Rollstuhl aufgestanden und haben den Rollstuhl selbst geschoben. Das habe ich gesehen. Beeindruckt hat mich eigentlich das erst nachher. Solange ich dort stand, solange er sprach, hat mich das eigentlich null beeindruckt, um es ganz ehrlich zu sagen. Nur als ich die Wirkungen sah, bei den Rollstuhlfahrern, bei den blinden Jungen, und dann nachher, ein paar Tage später, war mein Vater, da war ich natürlich ganz anderer Meinung, das ist logisch. Nicht? Dann muss man seine Meinung ändern. Vorher habe ich das, naja, also ich will das gar nicht so formulieren, als was ich das angeschaut habe. Nicht? Denn die Tatsachen überzeugen das. Und das andere, ich bin also keiner, der so schnellgläubig ist, aber so. Ich muss zuerst so verschiedene sehen. Er schaute mich nur an, so. Und da habe ich ihm die Hand gezeigt, oder mehr oder weniger. Und dann, ich weiß, ich war da Tisch oder was, auf jeden Fall. Ich hatte die Hand so und auf einmal, die Finger haben Trommelfeuer gemacht. Eine ganze Weile. Und in dem Augenblick war die Lähmung verschwunden. Es ging binnen einer halben Stunde. Ich habe dann versucht, meinen Arm, der vorher so stand, seit Jahren, gerade zu machen. Und er wurde gerade. Und habe dann nur geschrien, er lässt sich bewegen, er lässt sich bewegen. Natürlich war es sehr kritisch. Ne?
Ich wusste ja auch nicht, in welche Schublade ich das tun sollte, von meinem Wissen her. Hypnose, Suggestion, nicht wahr? Es gab so ein paar Schubladen, die ich immer dachte, da kann ich das doch irgendwo unterbringen, was passt denn keine. Es war eben etwas völlig anderes, was ich eben zuvor noch nicht erlebt hatte und mit meinem Wissen nicht einordnen konnte. Man konnte sich das nicht erklären, wenn man einen Menschen jahrelang gesehen hat, der immer mit dem angewinkelten Arm rumgelaufen ist und auf einmal den Arm bewegen kann, dann taucht natürlich die Frage auf, wie kommt denn das? Und ich habe dann eigentlich immer für Gröning gesprochen und habe gesagt, ich hätte es nicht geglaubt vorher, bin aber durch meine eigene Heilung davon überzeugt worden, dass er etwas konnte, was eben die Mediziner nicht geschafft haben bei mir. In diesem einen einzigen Augenblick, in dieser einen einzigen Sekunde, da ist es passiert. Ich kann nicht sagen, was. Ich kann Ihnen das nicht erklären, auch heute nicht, auch nach 45 Jahren noch nicht. Ich weiß keine Erklärung, auch mein Mann nicht. In dieser einen Sekunde stand er auf und ich stand mit auf. Wieso, weiß ich nicht. Ich stand einfach auf. Genau weg von meinem Sofa, auf dem ich gelegen hatte. In diesem Augenblick waren alle Schmerzen weg. Ich konnte ganz gerade stehen, ohne jede Behinderung. Und ich stand ihm gegenüber in einem ganz kurzen Abstand. Er war ja nicht sehr groß, kaum größer als ich. Ich konnte ihm genau in die Augen sehen. Und ich sah ihm in die Augen und da sah ich ein Strahlen drin, das ich nicht beschreiben kann. Und in diesem Augenblick hatte ich das Gefühl, wenn du jetzt nicht aufgestanden wärst, dann hättest du deine letzte Chance verpasst. Deine einzige, allerletzte Chance, wieder gesund zu werden. Ich stand da ohne Schmerzen, gerade. Und ich war immer so stolz gewesen auf meine gerade Haltung und hatte sie nicht mehr haben können. Ich habe mich an Tischen und Stühlen entlang gequält. Und da stand ich. Und ich war frei und ich war auf eine ganz sonderbare Art und Weise glücklich. Während einer Gemeinschaftsstunde lernt Adolf Groth Bruno Gröning kennen. Er hatte Magenkrebs und war von den Ärzten aufgegeben. Der Krieg, der hat uns gestempelt. Der Krieg hat uns kaputt gemacht. Das war der ganze seelisch kaputt. Wir waren noch keine normalen Menschen im Krieg. Wir waren noch Hyänen. Als normaler Mensch können sie auch keine schießen. Nee. Und da mussten wir. Entweder du oder ich. Das ist doch nicht mehr normal. Nee, unser Leben hing ja am Strohhalm. Und dann sucht man nach etwas. Genauso, wenn man an der Front ist. Man sucht nach einem Strohhalm, wo man sich dann festhalten kann. Nee, jeden Moment kann das auch sein. Nee, das ist schlimm, wenn man sowas erlebt. Nee, und da ist doch kein Wunder, dass wir krank wurden, dass wir seelisch kaputt. Ich stand noch mit einem Bein im Grab. So krank war ich. Nicht wohl. Hilfe. Nee. Ich konnte nicht mehr essen und nicht. Und wie ich später erfahren habe, mein Hausarzt, der hat gesagt, ich hätte Leberkrebs, hier Magenkrebs. Und dann sind wir da hingefahren, wie das zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht mehr genau. Irgendwie waren mit mehreren Mann. Dann sind wir da hingefahren und dann war also eine Erlösung. Eine Erlösung war das für uns. Für alle, die da gewesen sind. Das Saal war voll. Eine Erlösung war das. Für alle. Also man war wie von neu geboren. Nicht so leicht und fühlte man sich die Schwere, die war aus dem Körper raus. Nee, und in dem Moment und auch noch wie weggefahren, da waren wir nicht mehr krank. Wir haben nicht mehr von Krankheit gespürt. Der war weg. Nee, und gleich, wie wieder wiederkam, konnte ich essen. Und kam auch nicht wieder. So einfach. Aber das sind diese Übertragungen von Gröning, seine Kräfte, die er ausgestrahlt hat. Und der Körper wurde aufgelockert und dann hat der Körper wie freien Durchlauf, freien Strom, wie wir mal so sagen, dann kann alles wieder normal gehen. Ja, und wer das nicht glauben will, der muss das sein lassen. Ja, aber mein Glauben, den kann mir keiner nehmen. Ja,
Und ich bin diese Einstellung. Und habe ich damals bekommen und habe ich heute noch. Und ich fahre gut mit. Ich werde alt. Nee. Bin alt oder werde alt, wie soll ich mich ausdrücken? Ja, das ist das Schönste. Ich freue mich am Leben, dass ich noch da bin. Und dass ich noch gesund bin. Der Ansturm auf Bruno Gröning wird immer größer. Manche sehen in ihm einen neuen Messias, andere halten ihn für einen Scharlatan. Vor allem die Ärzteschaft erweist sich dem Phänomen Gröning gegenüber mehr als skeptisch. Gröning erhält daraufhin Heilverbot. Trotz des Verbotes kamen von weit her immer neue Heilungssuchende. Der Druck dieser in tiefer körperlicher und seelischer Not befindlichen Menschen auf die Behörden wurde immer stärker. Gröning wird tatsächlich angeklagt, fortgesetzt, ohne Erlaubnis die Heilkunde ausgeübt und damit gegen das Heilpraktikergesetz verstoßen zu haben. Die Meldungen überschlagen sich, als bekannt wird, dass ihm der Prozess gemacht werden soll. Der Angeklagte hat sich wie ein Scharlatan verhalten. Fahrlässig und gesetzwidrig. Es wird ein regelrechter Medizinerstreit um das Phänomen Gröning ausgelöst. Man weiß die Geschehnisse nicht einzuordnen. Gröning betont immer wieder, dass Gott der größte Arzt sei und es kein Unheilbar gäbe. Für ihn zählt das Gebot der Nächstenliebe und das Bewusstsein, nicht auf Menschen, sondern nur auf Gott zu hören. Sein Selbstverständnis drückt Bruno Gröning folgendermaßen aus. Ich will für die Menschen nur ein Wegweiser sein, indem ich den Menschen den richtigen Weg zeige, den Weg zum Herrgott. Ich will Menschen wieder zum Glauben zurückführen. Ich frage keinen Menschen nach Religion und Nation. Mensch ist Mensch. Da gibt es keinen Unterschied. Und sagen Sie bitte niemals, dass ich Sie geheilt habe. Nein, ich bin nur ein kleiner Vermittler, mehr nicht. Ein winziger Transformator. Wem die Hilfe zuteil geworden ist, der soll dem Herrgott dafür danken. Ich bin nichts, unser Herrgott ist alles. Auf Tragbaren. Und plötzlich sind da welche aufgestanden. Nun hör aber auf. Ich hatte eine gelähmte Hand. Ich konnte den Löffel nicht mehr zum Mund führen. Und diese gelähmte Hand wurde zwar behandelt, wir haben alles gemacht, was möglich war, aber sie war immer noch gelähmt. Ich wurde im Jahr 19, dass der Arm sich nicht bewegen ließ, der so angewinkelt stehen blieb. Bis 1949 war es so. Man kannte mich nicht anders. Mehrfach wurde ich nur noch genannt, der Mann mit dem einen Arm, weil es so aussah, als wenn ich links eine Prothese trug. Es war sehr schmerzhaft. Und die 43 an Bord eines U-Bootes verwundet. Mein linkes Ellbogengelenk wurde zersplittert. Und ich wurde dann in Marinelazarett nach Stralsund gebracht, wo eine Operation stattfand. Nach der Operation stellte man fest, dass... Im Jahre 1949 entsteht ein großer Rummel um einen Mann namens Bruno Gröning, der in den Medien als Wunderheiler bekannt wird. Tausende Menschen suchen ihn in verschiedenen Städten Deutschlands auf. Immer wieder hört man von neuen, unglaublichen Heilungen. Selbst von Ärzten als unheilbar diagnostizierte schwören auf seine wundersamen Kräfte. Die einen bezeichnen ihn als Messias, andere als Scharlatan. Ich war heute in Rosenheim am Traberhof. Du glaubst gar nicht, was da los ist. Da waren tausende Menschen und der Gröning, der sprach... Ach Gott, der Gröning. Fängst du schon wieder damit an? Da waren so viele Kranke in Rollstuhl.